So, hallo miteinander. In der 11. Folge von Prison Architect. Ja, seitdem ich aufgenommen habe, sind jetzt ein paar Tage vergangen. Morgen kommt dann die 10. Folge. Wird dann morgen online gehen, quasi wenn ihr das jetzt seht, gestern. Jo, und zwar, wie ihr ja bestimmt gemerkt habt, es gab ein paar technische Probleme mit der Stimme. Ja, das lag daran, das Aufnahmeprogramm hat sich mein Mikrofon von der Webcam genommen, was natürlich eine sehr hervorragende Soundqualität hat, wie wir natürlich gemerkt haben. Was auch noch war, ich habe gesehen, bei Prison Architect jetzt, da waren die Soundeinstellungen komplett ausgeschaltet, also da haben wir auch ohne Ton gespielt. Ist mir währenddessen schon ein bisschen komisch vorgekommen. Gut, kann man jetzt nichts mehr ändern. Dafür bei Open Transport Tycoon, ja, war das Mikrofon auch ein bisschen leise. Aber das hat sich jetzt auch hoffentlich alles geändert. Ja, wir machen jetzt weiter in unserem LP-Gefängnis. Wir waren stehen geblieben. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Wir haben hier hinten den Bereich ausgebaut. Mit den Duschen und so weiter. Uns sind ein paar Häftlinge abgehauen. Und ja, das versuchen wir jetzt zu verhindern. Wir sehen jetzt hier, er wurde jetzt natürlich auch bewusstlos geschlagen, ist nicht so super, aber wir haben ja unsere Krankenstation. Dadurch sollte das kein Problem sein, die verletzte Person schnellstmöglich aufzunehmen. Jo, ich habe mir überlegt, in der Staffel werden jetzt, also in der Aufnahmesession werden jetzt sogar 5 Folgen, vermute ich jetzt mal, werde ich aufnehmen. Muss nämlich auch noch Open Transport Tycoon aufnehmen. Und da ich ab nächste Woche wieder relativ viel Stress und Arbeit habe, muss ich das jetzt machen, dass ich bis zum Wochenende durchkomme. Ja, wir sehen jetzt hier, hier unten kommt gleich der nächste Zuschuss. Dann wollen wir uns mal das Thema Dings annehmen. Häftlingsarbeit haben wir ja in der letzten Staffel bereits gemacht, mit dem Putzschrank und der Wäscherei und auch der Arbeit in den einzelnen Küchen. Ja, wir wollen aber eine Werkstatt bauen. Das bringt uns natürlich auch noch mehr Geld. Und die würde ich sagen, setzen wir dann hier irgendwo über den neuen Zellentrakt hin. Und ja, da warten wir jetzt hier nochmal. Wir beschleunigen das Ganze jetzt mal ein bisschen. Dass dann das Geld auch kommt. Dass wir dann die Werkstatt auch bauen können. So, jetzt ist gleich soweit. Und zwar genau jetzt. Dann mache ich jetzt einfach mal ein bisschen langsamer. Da würde ich sagen, wir bauen die Werkstatt oder wir bauen die Werkstatt mit hier oben ran. Dann ziehen wir hier ein bisschen weiter. So, so, so. Muss jetzt für den Anfang nicht so der Megabau sein, weil wir sehen jetzt, ja, eigentlich können wir die Werkstatt jetzt schon gar nicht mehr bauen. Da müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen warten. Wir gucken so lange mal, was wir jetzt eigentlich alles soweit erforscht haben können. Ja, erstmal würde ich jetzt gar nichts mehr forschen. Gefängnisarbeit haben ja das, was wir eigentlich wollten. Ja. Dann werden wir jetzt mal gucken, wenn die jetzt dann mal hier das gebaut haben, dass wir jetzt irgendwie dann gucken, eventuell über einen Kredit, der schon relativ hoch ist. Wenn wir jetzt mal hier eventuell nehmen, sehen wir auch gleich, dass der Cashflow relativ weit runter geht. Ja, das versuche ich ja tunlichst immer zu vermeiden. Bloß, das geht jetzt erstmal nicht anders, weil wenn wir jetzt die Werkstatt bauen,
werden wir gleich sehen, dass wir, ja. Jetzt sehe ich auch gerade, warum das so viel Geld gekostet hat. Weil die netten Herren, die bauen jetzt schon die richtigen Wände. Ich habe jetzt versehentlich die Wände gebaut, statt die normalen Zäune, wie ich es eigentlich vorhatte. Weil das sind die Außenmauern, die ich normalerweise erst dann baue oder erst bauen wollte gegen später, wenn wir dann doch mehr Geld haben, um hier außenrum überall einzuzäunen. Weil das ist jetzt auch nicht die sicherste Möglichkeit, das zu machen. Naja. Wir planen schon mal auch das Fundament jetzt schon mal ein. Das ziehen wir dann einfach jetzt dann mal so, würde ich sagen. Den Bereich würde ich jetzt hier aber auch nochmal extra abgetrennt lassen. Mit einem separaten Zaun. Und dann bauen wir hier jetzt jeweils schon mal zwei Türen rein. Weil die ziehen das Fundament komischerweise immer vor. Was zwar nicht so schlecht ist, aber wir stellen jetzt mal nochmal welche rein und hoffen, dass es uns jetzt nicht ganz so das Genick bricht mit dem negativen Cashflow, den wir hier haben, aufgrund des Kredites. Der ist aber wirklich vonnöten, da wir wirklich gucken müssen, dass wir mit den Häftlingen zusammen Geld verdienen aufgrund der, wie heißt, der Arbeit in der Zelle. Die machen Pressen, Nummernschilder und so weiter. Das sollte das kein Problem sein. Natürlich brauchen wir hier oben jetzt auch noch Strom. Müssen wir mal gucken, was unsere Stromversorgung überhaupt macht. Das sieht soweit noch stabil aus. Ziehen wir jetzt hier mal Strom rein. Dann sagen wir hier, dass das eine Werkstatt wird. Ich gebe es immer ein. Das ist deutlich einfacher. Sagen hier einen immer stationiert. Sehen wir hier Tischkreissägen. Bauen wir mal vier Stück. Von den Pressen bauen wir auch mal vier Stück. Und dann bauen wir auch mal zwei von denen hier. Und dann brauchen wir auch noch Ablagetische, wo die fertigen Objekte hingelegt werden können. So. Jetzt kommen wir natürlich gleich. Dass wir hier auch die Versorgung gleich herstellen, weil die Geräte brauchen auch Strom und das leider nicht wenig, weil da schon fast die Überlegung eventuell steht, schon neue zu organisieren. Jetzt sagen wir natürlich auch schon, dass hier gleich, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 8, 10 Arbeitsplätze. Das sind jetzt 12, das passt. Da eh nicht immer alle arbeiten kommen. Natürlich haben wir jetzt hier auch noch einen weiteren Programmpunkt freigeschalten. Einführung in Sicherheit Werkstatt. Den brauchen wir natürlich auch, dass die da auch überhaupt arbeiten können. Wenn wir auch gleich gucken, wo die schon eingeführt sind. Den könnten wir sogar am Tag viermal machen. Da würde ich aber dann noch den Tischlerlehrgang ganz gerne noch gleich hinterher packen am Tag, mittags dann, dass wenn die morgens die Einführung bestehen, die mittags gleich mit dem Tischlerlehrgang anfangen können. Und jo, jetzt gucken wir mal, ob wir eventuell ein bisschen Kreditrückzahlung machen konnten. Ja, konnten wir. Hat aber nicht viel gebracht. Ja, jetzt ist gleich schon 6 Uhr am Morgen. Das heißt, es geht gleich wieder los mit den Häftlingen. Wir sehen, wir bekommen auch jetzt wieder 3 Stück, dass unser Gefängnis wieder voll ausgelastet ist. Ja, jetzt sind wir mal am gucken, ob wir eventuell noch vor 8 Uhr, das werden wir aber nicht schaffen, noch zwei Zellen hier unten hinkriegen. Aber vor 8 Uhr glaube ich nicht, dass das was wird. Dann würde ich nämlich hier oben noch mal eine reinsetzen und hier und hier.
Aber vor 8 Uhr glaube ich nicht. Aber wenn wir es bis 8 Uhr schaffen, sollten, dass da dann gleich welche einziehen können, was wahrscheinlich aber nicht der Fall sein wird. Ja, genau deswegen. Die kommen nämlich genau jetzt schon an. Die Häftlinge, aber dann halt gleich am nächsten Tag. Versorgung müssen wir natürlich auch legen. Das mache ich jetzt mir aber ganz einfach. Wir brauchen jetzt noch eine Wasserversorgung in die Zelle. Und die legen wir dann noch hier hoch und hier rüber. So. Jetzt fangen die hier natürlich an, die Zellen noch auszuweisen und so weiter. Hier fehlt zum Beispiel noch eine Mauer, dass das eine fertige Zelle wird. Dass das auch dann relativ smooth von der Hand geht. Ja, der hat ein bisschen Scheiße gebaut. Sonst wäre er nicht in Einzelhaft gelandet. Ja. Sehen wir hier, die fangen jetzt hier an zu arbeiten. Er hier, unser Vorarbeiter, unterrichtet die quasi darin. Was mir nur nicht ganz so gefällt, dass der da so stumpf in einer Regenschirm rumsteht. Die arbeiten hier, also die kriegen jetzt erstmal die Einweisung, dass die, wie die überhaupt in der Werkstatt arbeiten können. Und ja, und wenn die das dann quasi bestanden haben, dürfen die dann auch mit den Maschinen, an den Maschinen arbeiten und uns einiges an Geld reinbringen, weil so ganz ohne ist das nicht, was die da verdienen. So, wir sehen jetzt hier, die Zellen sind fertig, hat unsere Kapazität gleich mal auf 60 gesteigert. Wir sehen hier, hier ist auch einer bereit schon für die Bewährung. Entlassen wird heute keiner, nein. Und dann würde ich sagen, um den Punkt jetzt mal hier zu machen, würde ich jetzt mal eine Razzia durchführen. Gefällt den Häftlingen nicht immer, ist logisch, aber sollen wir machen, weil sonst wir ernsthaft da auch Probleme kriegen können. Die lassen wir jetzt mal manuell rein. Da muss jetzt kein Wärter extra kommen, der denen aufschließen muss. Weil wir finden doch einiges an gestohlenen beziehungsweise auch geschmuggelten Materialien. Gerade auch Werkzeug ist ganz gefährlich, weil gerade durch Werkzeug oder mit Werkzeug buddeln die Löcher und wir sehen hier, der hat schon angefangen zu buddeln. Das müssen wir dann auch gleich zuschütten, da das sonst eventuell zu Ausbrüchen führt, wie man in der letzten Folge der Aufnahmestaffel, der letzten Aufnahmestaffel gesehen hat. Und das wollen wir ja auch tunlichst vermeiden. Ja, natürlich, das regt die natürlich auch auf, da die untersucht werden, obwohl sie eventuell gar nichts gemacht haben und eventuell auch gar nichts machen konnten oder wie auch immer. Sie auch nichts geschmuggelt haben, natürlich, klar. Aber der Alltag im Gefängnis ist nun mal hart. Ich würde hier jetzt nochmal einfach nochmal sporadisch zwei Werte einstellen, was ich nicht kann. Aber einen zumindestens, weil die sind immer noch überlastet. Da würde ich jetzt auch mal kurz hier, hier, hier und hier die Stationierung rausnehmen, beziehungsweise nein, die in der Krankenstation lassen wir mal. Dann nehmen wir nochmal die im Einzelhaft raus, dass die kurz mal jetzt mal schnell unterwegs sind und damit durchsuchen können. Geht natürlich schneller, wenn die jetzt nicht fest irgendwo gesetzt sind. Ja, meinen ersten Livestream habe ich auch schon mal versucht anzustarten. Ging irgendwie, fand ich, tunlichst in die Hose. Also hätte deutlich besser sein können. Aber naja, gut. Beim nächsten Mal wahrscheinlich. Ich habe nämlich nachher gesehen, später, wo ich es angetestet habe, mal in der Nacht zuvor, da lief der Livestream flüssig, aber leider nachher nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe es getestet auch mit GTA Online, einfach aus dem Grund, ja, einfach aus dem Grund, dass die, ich das mit meiner Internetverbindung rausfinden wollte, ich aber eigentlich eine relativ gute Verbindung habe. Und von daher,
ich da eigentlich keine Gefahr gesehen habe. Wir haben gesehen, wir haben gerade ein bisschen Geld reingekommen. Das kann jetzt durch den Export gewesen sein, was ich leider jetzt nicht mehr sehe, weil hier der eventuell der Export etwas gebracht hat. Beziehungsweise ob der schon was gebracht hat. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken. Na naja, gut. Wie es weitergeht und wie wir weitermachen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns.